So, schön, dass Sie da sind. Es gibt etwas auf die Öhrchen. The Audio Debate ist unser nächstes Thema hier in der Debate Hall, liebe Freunde der Musik. Und das wird, glaube ich, ganz spannend werden. Zu Beginn werden wir einen kleinen Vortrag von Spotify hören. Aber jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier lauter sein können als die da draußen. Ja? Jetzt feiert mal bitte die, die jetzt zu uns kommen, mit uns die Audio Debate führen werden. Herzlich willkommen, Stefan Zilch, Managing Director Spotify. Yeah! Bernhard Bahners, Managing Director Radio.de. Conrad Fritzsch, CEO Tape TV. Und Manuel, Managing Director Ampya. Ich höre euch nicht! Yeah! So will ich sagen. Ich mag ja diese Debate Hall sehr, muss ich sagen. Wir sollten direkt einsteigen, damit wir ein bisschen Zeit auch aufholen. Stefan, Spotify. Europas, kann man sagen, bekanntester Music-Streamer. Können wir so weit gehen? Ich hoffe es, ja. Und können wir sagen, ihr könnt sogar, was ganz Verrücktes, ihr könnt sogar Geld damit verdienen? Ja, das können wir auch. Gutes Geld? Ja, es wird noch mehr, aber es ist gutes Geld, ja. Wir wollen sehen, wie das geht. Die nächsten 10 Minuten, bitte auch in Time bleiben. Zunächst mal eine kleine Einführung und dann werden wir überlegen, wie wir alle auch Geld verdienen können. Tape TV, wer kann sich an Tape TV erinnern in den letzten Jahren? Die hatten ja diesen, guck mal hier, Conrad, ihr hattet diesen geilen Stand mit diesen großen Ghetto-Blastern. Wieso gibt es den Stand nicht mehr, Conrad? Was ist da schiefgelaufen? Ja. Schiefgelaufen ist eigentlich nichts. Also wir können heute, ich habe ein Hotelzimmer, da sind die ganzen Ghetto-Blaster. Und da wolltest du mal ein paar Leute einladen, ja? Da wollte ich euch alle einladen mit den Ghetto-Blastern, die gehen doch alle. Nee, wir haben einen Vermarktungsdeal gemacht, das gesamte Standardgeschäft an Ströer gegeben. Bin da im Standardgeschäft untergeschlüpft und dieses ganze Branded Entertainment Sonderformate machen wir selbst und habe sozusagen mit Ströer Zusammenstand. Das heißt, du bist nicht mehr Rock'n'Roll, du bist etabliert jetzt. Das kann ich dir nachher gerne zeigen. Bin ich sehr gespannt. Jetzt freuen wir uns zunächst mal auf den Stefan, Spotify, The Audio Debate, der mit diesem Applaus schon mal vorab gefeiert wird. Stefan. Und macht ihr unser Stage Monitoring hier auf der Bühne ein bisschen lauter, bitte. Okay. Das wäre super. Danke. Ja, vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich mache das ganz schnell und husch hier so durch. Ich habe es in 4 Teile geteilt, das Ganze mit Songtiteln. Crazy in Love von Beyoncé, Jay-Z, Just Can't Get Enough von Depeche Mode, Bring the Noise, Public Enemy und Intergalactic von den Beastie Boys. Worum geht's genau? Crazy in Love, das ist unser Thema, es geht um Musik. Alle Menschen lieben Musik. Wir haben Umfragen, dass Teenager, alle Menschen Musik lieben, mehr als Fernsehen, mehr als Bücher, mehr als Spiele. Musik begleitet uns immer, ist emotional, wir haben eine Beziehung dazu, wir lernen Menschen darüber kennen, Musik bewegt uns. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung über das Thema, über das wir heute sprechen, weil Menschen einfach mal sehr, sehr gerne Musik hören. Zweites Thema, I just can't get enough. Es gibt eine Studie vom BVDW, wo gemessen wurde, wie oft, wie lange hören die Nutzer eigentlich Musik im Netz. Also die Studie heißt auch Musik im Netz. Dabei ist rausgekommen, dass die meisten Nutzer zwischen 2 und 4 Stunden pro Tag Musik hören. 70% davon hören sogar täglich Musik im Netz. Nicht alles nur, das sind keine Spotify-Zahlen, das tun sie auf Musikstreaming-Diensten, das tun sie auf Webradios, das tun sie, wenn sie ihren Lieblingsradiosender, den sie irgendwie früher auf einem so einem irgendwie UKW-Tuner gehört haben, jetzt eben im Netz einfach hören. Musik ist Heavy Usage, Musik umgibt uns den ganzen Tag. Warum ist es noch wichtig? Warum kriegen die Menschen noch nicht genug davon? Mehr als 50% aller Aktivitäten in sozialen Netzwerken drehen sich um Musik. Es wird Musik geteilt, es werden Videos geteilt, wir kennen das Thema Gangnam Style und so weiter und so fort. Musik ist extrem sozial, Menschen reden gerne über Musik. Dann mal eine Zahl von uns, die wahrscheinlich ganz interessant ist. 3,4 Milliarden Shares auf Facebook hat Spotify im Monat. 3,4 Milliarden Mal wird dort angezeigt, was andere Menschen für gute oder vielleicht auch für schlechte Musik hören. Man kann das Ganze auch ausschalten für alle, denen das irgendwie zu peinlich ist. Trotzdem ist es eine irre Nutzung da und Musik begeistert alle Menschen. Als nächstes, Bring the Noise. Das heißt also, wo ist eigentlich der Erfolg dabei? Ich habe ein paar Beispiele mal mitgebracht, wie man das sehr, sehr gut machen kann, wie man ein paar Cases, die wir bei uns gemacht haben, wie Musik, wie Audiowerbung funktionieren kann in so einem Entertainment-Umfeld. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Was wir eben gesehen haben, diese Nutzungsdauer von 2 bis 4 Stunden pro Tag, das gibt eigentlich uns und den Werbetreibenden eine einzigartige Möglichkeit, nämlich eine, die man im Web sonst kaum noch hat,
Ich kann nämlich Geschichten erzählen. Das ist etwas, was mir, wenn ich so im Web surfe, total auf den Geist geht. Da werden nämlich fast nirgendwo Geschichten erzählt. Da werde ich mit diesen Retargeting-Bannern gespammt, dass ich doch jetzt das kaufen soll, was ich mir mal irgendwann vor einer Woche angesehen habe. Und bitte irgendwie jetzt sofort klicken. Wir können Geschichten erzählen. Auf Entertainment, auf Musikumfeldern, bei Tape-TV, überall. Dort kann man Geschichten erzählen. Die Nutzer lechzen nach Content. Sie wollen Musik hören, sie wollen inspiriert werden. Die sind ein paar Stunden auf diesen Diensten drauf pro Tag. Insofern, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir natürlich mit Werbetreibenden, mit Markenartiklern besprechen, dass eine Werbung in einem Musikdienst oder in einem Webradio anders gemacht sein kann, als sie normalerweise im Web gemacht wird. Also sequenzielle Werbeschaltung, den Nutzer mit neuen Ideen füttern. Ein Beispiel, wie man sowas machen kann, ganz einfach. Fast and Furious 6. Wir haben ein ganz neues Level erreicht. Wir brauchen Autos. Sorgt dafür, dass sie schnell sind. Und ihr braucht den coolen Sound. Hol dir mit Spotify die Originalsongs der Fast and Furious Reihe. Klick jetzt unten links den Banner und ab geht's. Fast and Furious 6. Ab 23. Mai nur im Kino. So, das ist jetzt noch nicht mal Rocket Science. Das ist ein Audio-Ad, was im Spotify-Player geschaltet wird. Man kann dann darauf klicken und kommt dann zu einer Playlist. Diese Playlist hat den Soundtrack von dem Film. Ich kann mich mit dem Film auseinandersetzen. Ich komme auch auf so eine Seite. Aber wie wirkt sowas? Diese Playlist von dem Film hat 4200 Follower. Sie wird 1440 Stunden gehört und das geht immer noch weiter. Das sind insgesamt 60 Tage. Also insofern, was ist da eigentlich für ein Engagement dahinter? Ich habe 1800 gestreamte Songs pro Tag. 20 Minuten Kontaktzeit pro User, der dort drauf ist. Das heißt also, ich erzeuge hier Content zusammen mit einem Werbetreibenden. Das heißt, ich habe einen Mehrwert für den Nutzer und der Content begleitet die Nutzer auch noch viele, viele Monate, Wochen, Monate weiter, weil sie das einfach gerne hören. Was ganz interessant ist, was wir dann nebenbei festgestellt haben, fast die Hälfte der Nutzer, die das nutzen, kommen gar nicht aus Deutschland, obwohl die Kampagne nur in Deutschland lief. Das heißt, die sehen über diese Effekte, dass sie bei Freunden was sehen, was die hören, dass sowas geteilt wird. Und dann kann man eben auch in Schweden, Norwegen oder in UK trotzdem auf die gleichen Songs zugreifen. Jetzt kann man natürlich sagen, und der Einwurf ist berechtigt, dass so eine tolle Kampagne für Fast and Furious ja besonders gut funktioniert, weil junge Zielgruppe irgendwie, der Film passt natürlich zur Zielgruppe, es gibt irgendwie Musik, es gibt einen Soundtrack, alles irgendwie so super, super entertainig. Das ist ja klar, dass das funktioniert. Macht das doch mal bitte für eine Versicherung. So, das haben wir so ähnlich gemacht, und zwar, wir haben das einmal gemessen in den Niederlanden, und zwar für eine Bank, ABN AMRO. Ist jetzt nicht irgendwie, gehört jetzt nicht bei uns irgendwie so zum, zu den Kernkunden, um es mal so auszudrücken. Banken, die sind natürlich eher ein bisschen ältere Zielgruppe, alles Business-Nutzer. Wir haben hier eine Studie gemacht und haben gemessen, wie funktioniert eigentlich so eine Kampagne, wenn man sie im Radio macht und wenn man sie im Radio und auf Spotify macht. Das heißt, wir haben tatsächlich das klassische Radio mit Spotify zusammengemessen und nicht Spotify mit Display-Werbung. Und was man sehen kann, die Balken, wo wir ein Sternchen haben, oder das ist ein bisschen abgeschnitten, das ist die also vertrauenswürdige Marke, internationale Marke, hat guten Service und ist auch professionell. Hier haben wir überall sozusagen auf dem grünen Balken eine exorbitant oder in dem Fall signifikant, sagt der Statistiker, signifikante Erhöhung all dieser Markenwerte gemessen über die Kombination aus Radio und Spotify. Das Gleiche haben wir hier mit der Erinnerung, mit der Werbeerinnerung, und das Gleiche haben wir hier nochmal tatsächlich mit der Frage kombiniert, würdest du dir so ein Bankkonto anschaffen? Wie gesagt, das ist ein Bankkonto, ist jetzt nicht so ein fancy Entertainment-Produkt. Wir sehen trotzdem, dass Radio und zusammen Spotify funktioniert. Ich kann hier targeten, ich kann bestimmte Zielgruppen erreichen. Also insofern, das ist heute schon der Status quo, was man eigentlich machen kann, wie man jetzt schon in Musik-Audio-Umfeldern sowohl mit Standardwerbung als eben auch mit integrierten Konzepten und Playlists und eigenen Formaten wirklich arbeiten kann. Aber was kommt eigentlich in der Zukunft? Wohin geht die Reise? Das möchte ich nur ganz kurz anreißen, weil daran erkennt man, wo dann eigentlich das Potenzial liegt für diesen ganzen Entertainment und für diesen ganzen Audiobereich. Natürlich findet das Ganze irgendwann mal im Auto statt. Natürlich ist den Autoherstellern auch bewusst, dass die Menschen nicht ewig mehr eine CD in der Mitte da ins Armaturenbrett reinschieben werden.
sondern dass wir natürlich auch Musikdienste wie Radio.de, Spotify auch, andere auch, sind schon integriert. Wir sind bei Ford irgendwie drin, bei Volvo. Das wird natürlich noch weiter zunehmen. Darüber habe ich natürlich wiederum eine zusätzliche Reichweite. Wenn ich überlege, was ich am Anfang gesagt habe, 2 bis 4 Stunden Nutzung und das nur am Computer oder Mobile. Das heißt, ich bin noch nicht mal da, wo die meisten Menschen Musik hören, nämlich im Auto oder zweitens zu Hause. Das heißt also Integration mit Hardware-Anbietern aus dem Entertainment-Bereich, also auf die Smart-TV-Plattform aufsetzend, gibt es viele Player, nicht nur Spotify, auch Napster, auch andere, die dort schon auf den Samsung, ich habe es schon bei LG gesehen, Philips, die dort überall integriert sind. Das heißt, auch hier habe ich einen Touchpoint, um meine Musik, meine Lieblingsmusik zu Hause zu hören. Sonos ist ein Beispiel. Wer das etwas verfolgt hat auf der IFA vor 2 Wochen, da hat sich fast alles nur noch um Connected Home Entertainment gedreht. Man kann jetzt alles nur noch über Wi-Fi ansteuern. Wir werden in Zukunft anders Musik hören, als wir das heute tun. Wenn alles mobil wird und wenn wir überall Musik hören können und das Ganze eben verstärkt natürlich über Audio, was gibt es da für zusätzliche Potenziale? Und das ist ein ganz, ganz großes Potenzial. Und das ist natürlich, dass wir irgendwann sicherlich mal über location-basierte Werbung angesprochen werden. Das heißt, wenn ich mit meinen schönen Kopfhörern den Kudamm in Berlin runterlaufe, dann wird es irgendwann mal so sein, dass ich wahrscheinlich Werbebotschaften von 3, 4 oder 5 Unternehmen empfange, die möchten, dass ich in ihr Geschäft reingehe und mir das jeweilige Sonderangebot angucke. Und was dabei eben nicht zu vergessen ist und was auch wichtig ist, denke ich, für das Verständnis, wie eben Audio funktioniert. Audio ist multitaskingfähig. Ich habe hier mal ein Schild, das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, woher das ist. Ist das aus den USA? Also es gibt mittlerweile in Großstädten ernsthafte Probleme von Menschen, die auf ihr Smartphone gucken und vor die Straßenbahn laufen. Das habe ich natürlich im Audiobereich nicht, weil ich immer noch multitaskingfähig bin, aber eben alle Botschaften trotzdem über meine Kopfhörer oder eben im Radio, wenn ich es im Auto integriert habe, trotzdem wahrnehme. Das heißt, hier ergeben sich riesige Potenziale für Formen von Marketing, die es bis heute noch gar nicht gibt. Also wenn man sich das anguckt, wie Location-Based Marketing funktioniert, dann ist das irgendwo ein Coupon. Ich kann irgendwo einchecken für eine, irgendwie das dauert 5 Sekunden und dann kann ich mir meinen Kaffeegutschein abholen. Hiermit kann ich ganz, ganz andere Sachen machen. Und das sind eigentlich nur ganz schnell die Potenziale aufgezeigt, wohin sich das bewegen wird. Und jetzt genau tickt es hier auf 10 Minuten und ich bin fertig. Vielen, vielen Dank. Stefan, sensationell. Bitteschön. Was Sie nicht sehen konnten, ich darf das mal rumdrehen, dieser Mann hier hat tatsächlich hier auch in seinem Rechner hier, hat er hier seine Elapsed Time die ganze Zeit laufen gehabt und der war wirklich bei 10 Minuten und 0 Sekunden fertig. Extra Applaus. Das sind die alten Radioleute. Ja, sehr gut. Mit dem schönen Merksatz vom Radio und bist du noch so fleißig, wir kürzen es auf 1,30. Stefan, wunderbar, dass wir einen kleinen Überblick bekommen haben. Kurze Frage in die Runde. Wer möchte gerne über den Kudamm gehen mit dem Kopfhörer und von Burger King hören? Komm zu mir, hier bekommst du den neuen Whopper. Wollt ihr das? Ach, ich glaube, das ist beim Kudamm habe ich so eher so Assoziationen, das ist total geile Gucci-Sonnenangebot. Super, der Pelzmantel kostet nur. Location-based sind natürlich Riesenthemen, ob jetzt der Kudamm ein richtiges Beispiel ist. Aber natürlich müssen wir uns überlegen, ob das gesamte Push-Marketing an irgendeiner Stelle dann so ein Nightmare wird, dass wir den Service umbringen. Aber es ruht eine extreme Chance. Wir müssen irgendwie lernen, über Medienkompetenz mit diesen Themen auch umzugehen. Wenn wir jetzt diese große neue Tür vom Marketing aufstoßen, wird es eine sehr schöne Spielphase geben und dann müssen wir uns ganz schnell zu wirklichen Mehrwerten finden. Und da ruht ein extrem guter Mehrwert drin, weil wir uns gerne empfehlen lassen, ablenken lassen und so weiter. Ob das jetzt gerade der Burger-Gutschein ist? Ja. Manuel, wie sehen Sie das? Also, ich glaube es eigentlich auch nicht. Also, wenn ich Musik höre, dann ist es am schönsten, wenn sie nicht unterbrochen wird. Ja. Und ich glaube, die Werbung, gerade bei dem Beispiel jetzt Kudamm, Kopfhörer, Burger King, das muss schon sehr smart sein, damit es den Nutzer auch wirklich anspricht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und die geht weniger an die Plattformen, die Werbung anbieten, als vielmehr an die Kreativen und die Werbung schalten. Und da steckt die Kunst drin. So, und diese Kunst, das Kreative mit diesem Medium zu verbinden, Bernhard, was ist die Kunst und was sind die Trends? Was ist schon erfolgreich, was wird da kommen? Ich glaube erstmal, was total wichtig ist, dass man sieht, dass dieses Online-Audio-Advertising im Markt angekommen ist und dass wir aus klassischer Radiowerbung
eine Online, eine messbare Online-Währung und ein Produkt gemacht haben. Aber um noch da nochmal dran anzuschließen, ich habe die beiden Punkte Push-Marketing darf man nicht übertreiben, das muss man erstmal echt entwickeln, dass es nicht eine nervige Geschichte wird. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dieses der Musik ist ein hochemotionales Produkt. Ich meine, das sieht man, was Stefan bei Spotify mit diesem Produkt macht und was man da erleben kann. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Und da kommt ein bisschen das Radio rein, denn beim Radio hat man gelernt, dass, was nämlich Nutzer vor allen Dingen verstehen, es ist Werbung, Musik und Information, ein Dreiklang im Produkt und das geschickt zu übersetzen, ist nicht so ein riesen Hexenwerk. Bevor wir uns ganz in die Emotionalität der Musik fallen lassen, kümmern wir uns mal ums Geschäft, meine Damen und Herren. Sie können sich alle hier einbringen. Sie haben alle diese kleinen Voting-Tools unter Ihren entspannt sich in den Raum räkelnden Beine. Wenn Sie mal ganz kurz Ihr TED-Gerät nehmen würden, denn wir wollen Sie ein bisschen mit diesem Thema auch selbst hier so vertraut machen. Muss Audiowerbung den gleichen Messkriterien entsprechen wie Online-Werbung? Wäre unsere erste Frage an Sie. Sie wissen, was Sie tun müssen. 1, 2, 3 oder 4 drücken und dann gibt es eine Bestätigungstaste, die heißt Send. Die sollten Sie drücken und wenn Sie dann soweit sind, haben wir wieder so einen geilen Soundeffekt. Da ist sie. Das ganze Jahr habe ich mich gefreut auf diese Musik. Chef. Jedes Jahr hier, wunderbar. Waren Sie letztes Jahr auch hier? Aber die Gitarre kennen Sie noch. Aus dem Film Shaft. Mach mal laut, bitte. Oh. Das ist auch eine schöne Musik immer noch, ne? 1, 2, 3 oder 4. Jetzt bitte drücken. Und bevor ihr uns das Ergebnis gebt, lassen wir die Runde hier mal tippen. Und wir geben hier noch 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde. Noch nicht das Ergebnis zeigen, bitte. Schätzt mal bitte, was wird wo... Wo wird die meiste Punktzahl sein, Manuel? Eins. Eins? Ich glaube, Enthaltung. Nee, eins, denke ich schon. Eins? Absolute Eins. Stefan? Ich sag mal vier. Vier. Dreimal eins, einmal vier. So haben Sie gewotet, meine Damen und Herren. Ja, 43% sagen klar, aber auch immerhin noch 25% bei egal, da Audiowerbung ein eh anders sein wird als Online-Werbung. Warum, Manuel, war das so klar? Ja, ich glaube... Denn das ist ja noch nicht mal eine absolute Mehrheit. Das ist richtig, und aber... Und absolute Mehrheiten sind in diesen Tagen in Deutschland wichtig. Ja, das ist ein Drama, ne? Ja. Absolute Mehrheiten. Nein, aber letztendlich ist es, glaube ich, so, und ist der Anspruch der Advertiser, einfach zu wissen, wie Advertising performt. Und Messbarkeit ist die Voraussetzung. Wir haben noch eine Frage an Sie, meine Damen und Herren, nämlich diese hier. Schauen Sie bitte mal diese nächste Voting-Frage an. Die lautet... In welchem Umfeld bzw. Kanal sehen Sie Audio-Ads am liebsten? Man könnte auch sagen, hören Sie Audio-Ads am liebsten. Könnten wir auch sagen, nicht? Eins, In-Stream, B, In-Page, 3, Mobile oder 4, Social-Plattform. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Funky Guitars Play. Sie dürfen tanzen, wenn Sie wollen. Und bin gespannt auf eure Einschätzung. Wir geben Ihnen noch 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde. Jetzt bitte mit Send bestätigen. Stefan? Das ist eine Fangfrage. Fünftens gar nicht, weil keiner sagt... Können Sie den Stefan ein bisschen lauter machen, bitte? So. Nee, ich habe mir gesagt, das ist eigentlich eine Fangfrage. Fünftens gar nicht. Weil natürlich kein Mensch gerne Werbung hört oder gerne Werbung sieht, aber wahrscheinlich ist es dann eben in Stream noch am akzeptabelsten. Na, ich hoffe auf die Eins, weil das ist, glaube ich, da machen alle dieselbe Erfahrung, oder hoffe ich zumindest, dass das richtige Umfeld ist, um einen Audiospot eingebettet in das Programm gut zu hören. Ja, ich glaube, ich schalte um, wenn ich im Auto sitze und in Stream höre, deswegen glaube ich aktuell in Page, aber die Herausforderung, vor der wir hier stehen, ist ja das Thema weiterzuentwickeln. Und dann glaube ich, dass es eine Mischung aus In-Page, In-Stream und Social ist. Weil die Absprungpunkte, wie wir bei dem Beispiel gesehen haben, sind ja eigentlich dann in einer Verwendung, die ich selbstbestimmt höre, wo ich nicht Push irgendwas kriege, sondern ich sehe was, lass mich drauf ein und dann steige ich in die Geschichte ein. Und da sind die Absprungpunkte unterschiedlich. Jetzt aktuell, glaube ich,
dass das großartige Publikum hier in Page gesagt hat. Manuel? Also Audio-Ads sehen finde ich auch ganz spannend. Das ist wahrscheinlich eher hören, aber ich würde auch auf die 1 setzen. Auf die 1. Das ist das, was Sie hier heute als Voting abgegeben haben. Hier kommt das Ergebnis, ja, relativ klar, in Stream. Wenn wir darüber sprechen, das weiterzuentwickeln, damit es nicht nervt, was ist denn das Geheimnis zu sagen, wir genießen die Werbung und trotzdem kann man digitales Werbebusiness machen? Das Geheimnis, was wir auch schon eigentlich praktizieren, ist, dass man den Nutzer direkt anspricht, dass man einen Mehrwert in die Werbung einbaut und nicht sozusagen, ich habe es manchmal eben im klassischen Radio so, dass ich als Nutzer angeschrien werde, weil ich natürlich im Radio unbedingt die Erinnerungsleistung haben muss, dass ich mich sozusagen an den Spot natürlich erinnere, um dann später irgendwann mir was anzugucken oder anzusehen. In dem Moment, wo wir natürlich online sind, haben wir natürlich eine direkte Verlinkungsmöglichkeit. Das heißt, ich kann natürlich einen Mehrwert irgendwie ganz ruhig und bestimmt irgendwie an den Nutzer kommunizieren. Das Geheimnis ist eigentlich hunderte von Jahren alt, wenn du etwas tust. Also warum gehen wir gerne ins Theater, manche Leute in die Oper, ins Kino? Warum kaufen wir uns ein Buch? Weil wir Geschichten lieben, Stefan hat es gesagt. Und wenn diese Geschichten zugepflastert werden mit Werbung, funktioniert es nicht. Deswegen ist das Thema Branded Entertainment. Deswegen haben sich so viele an den Stand letztes Jahr erinnert mit den Ghetto Blastern. Das ist eine Geschichte. Das ist etwas, was sich reinfrisst ins Hirn. Wenn wir also schaffen, dass wir bei Branded Entertainment, bei Geschichten, die Marke mitnehmen, ohne dass der Künstler hat nur eine Sache, seine Authentizität. Und wenn wir die ihm nehmen, funktioniert es nicht. Wenn wir aber ihn begleiten und dabei eine Marke erklären, funktioniert es. Das ist, was wir tun. Ich bin ja so ein bisschen hier als Bewegtbildler in dem Audio-Stream so ein bisschen der Dropper. Aber das machen wir, Branded Entertainment mit Marken. Und es funktioniert sehr gut, weil die Leute sich für die Geschichte interessieren. Die wollen halt die Geschichte von Prinz Pi kennen. Die wollen die Geschichte von Florence and the Machine kennen, die sie erzählt auf ihrer Tour und so weiter. Das ist die Paarung aus Brand Entertainment und Brot- und Buttergeschäft, viele Spots verkaufen. Und ich glaube, was nochmal wichtig ist, was ich eben schon meinte, mit der Verbindung zur Online-Mechanik. Keiner von uns will immer wieder den Zalando-Spot dann hören und angeschrien werden von einem Produkt, was er schon vor einer Woche dann doch im Laden gekauft hat. Also das Entscheidende ist, dass man natürlich auch hier Targeting-Mechanismen, Capping etc. mit einbauen kann und das ist dann eine Stärke und dann ist es A, kreativ, wenn eine gute Kreation da ist und wenn es gut ausgesteuert ist, ist ein gutes Erlebnis. Ja, also ich bin voll bei Konrad. Unser Ansatz geht auch über Audio, reine Audiowerbung hinaus. Also wir setzen natürlich auf Bewegtbild, ganz klar. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es wie bei vielen Dingen so, dass die Kreation entscheidet, dass die Idee entscheidet. Und wenn die Idee gut ist, wird Werbung wahrgenommen, wird Werbung auch gemocht und dann findet auch Interaktion statt. Und ich glaube, das muss man gemeinsam dann mit dem Advertiser entwickeln und der Plattform und dieser Ansatz, den Tape-TV-Fährt, die wir auch fahren, einfach Konzepte zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein Modell, mit dem man relativ gut das erreichen kann. Apropos interaktiv, wir haben noch eine Frage an Sie, meine Damen und Herren, und zwar folgende. Hier kommt sie, unsere nächste Voting-Frage für Sie. Schön aktiv bleiben, gerade in der Mittagszeit ist das ganz wichtig, damit Sie nicht schon das erste Messeloch fallen, meine Damen und Herren. Hier kommt die nächste Frage. Wird Audiowerbung bezüglich der Budgets eine ähnliche erfolgreiche Entwicklung nehmen wie Mobile oder Social-Werbung? Wobei, wir hatten heute Morgen schon einen Mobile-Summit, da sehen wir ja eine Riesenschere zwischen der Zeit, die die Menschen mit Mobile verbringen und den wirklichen Werbespendings. Aber gut, wir lassen die Frage so stehen. Wird Audio-Werbung bezüglich der Budgets eine ähnliche erfolgreiche Entwicklung nehmen wie Mobile oder Social-Werbung? Ja, es dauert ein paar Jahre, wird aber dann relevant sein. Wenn Sie das glauben, dann bitte die 1. 2, wenn Sie sagen, nein, es wird immer ein Nischenangebot sein. Oder wenn Sie sagen, 3, kann ich nicht einschätzen, dann bitte die Taste 3 drücken. Wir geben Ihnen wieder so ein paar Sekunden Zeit. Gut, die Nummer, ne? Ja, absolut. Sind gespannt auf die Einschätzung unserer Audio-Experten. Das Voting-Tool, das sollte ich an der Stelle noch erwähnen, sponsored by Optimizely. Ist jemand von Optimizely hier? Ich habe brav meine Hausarbeit gemacht. Ich habe das erwähnt. Optimizely, meine Damen und Herren, sponsert dieses Voting-Tool, das in 5 Sekunden zu Ende geht. 4, 3, 2, 1. Sie haben sich entschieden, gehen wir nochmal von Manuel bis zum Stefan rüber,
Einschätzung. Zunächst mal ganz kurz nur die Zahl. Für was entscheidet sich der Saal? Dann komme ich nochmal rum. Zwei. Zwei. Drei. Stefan? Eins. So, und für was würden Sie sich entscheiden und warum? Also ich setze auch auf die zwei, ganz klar. Für uns ist Audio-Advertising eine Option, aber wir setzen natürlich auf die Mischung, vor allen Dingen auf Bewegtbildwerbung, Video-Advertising. Ja, ich glaube, dass eher die, bei wirklich großen Streaming-Diensten, eher die Bereitschaft zum Bezahlen ist ja auch großartig. Sie wächst langsam, sie entkriminalisiert uns und dass da eher eine Conversion und Bezahlen geht und das Advertising im höheren Bereich nicht so. Der Absprungpunkt bei Spotify war ja auch eher ein sichtbarer und dann war erst Hören. Also reine Audio-Werbung wird nie so groß werden, glaube ich. Ich glaube tatsächlich drei, weil wenn ich in die reingucke, alles Digitalspezialisten und Interessierte, aber wenn man ehrlich geantwortet hat, dann heißt es, kann ich nicht einschätzen. Und das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel auch im BVDW eine Fachgruppe gegründet haben, Audio Digital. Wo übrigens der Bernhard Vorsitzender ist. Ja, das wollen jetzt wir an der Stelle mal erwähnen. Stellvertretender Vorsitzender. Ich wollte keine Werbung machen, sondern... Aber in der Fachgruppe Stelle, oder Vorsitzender, oder? Stellvertretender Vorsitzender, aber... Bist du Stellvertreter oder bist du... Ich bin der, ne, so? Der zweite Mann. Der zweite, ja. So. Aber Stefan ist auch mit dabei. Und nein, was ich sagen will, ist, kann ich nicht einschätzen. Deshalb machen wir diese Fachgruppe, machen verschiedene Studien, machen auch hier heute Nachmittag noch eine weitere Veranstaltung um drei. Das ist jetzt Werbung. Nein, was ich sagen will, wo ist die? Die ist im Seminar 6. Wir stellen eine Studie vor. Um drei, glaube ich. Um drei, genau. In Seminar 6. Einfach gleich mit rüberkommen. Nein, der Punkt ist, wir müssen unglaublich viel Gattungsmarketing machen. Deshalb sitzen wir auch hier und erzählen diese Geschichte. Und deshalb, glaube ich, wenn wir ehrlich geantwortet haben, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, dann kommt irgendwann, dass es nämlich dann doch etwas anders sein wird, dass nämlich Audio-Werbung dann doch relevant wird und es nicht so viele Jahre dauert. Ich habe die 1 gewählt, weil ich also erstens glaube, dass auch heute schon der Großteil der Musiknutzung von Videoplattformen eigentlich eine Audionutzung ist. Das können Kollegen eventuell auch bestätigen. Ich weiß, dass es da früher schon Studien dazu gab, dass so bei YouTube der Hauptteil der Musikvideos gar nicht gesehen wird, sondern einfach gehört wird. Und zweitens glaube ich auch, dass wir einfach gar nicht so in diesem Werbemarkt, wir haben gar nicht so viel Zeit, uns die ganzen Pre-Rolls, Mid-Rolls und weiß ich was für Rolls anzugucken, die die Werbekunden wollen, die wir angucken. Alles wird mobil, wir sind ständig unterwegs. Ich kann ja gar nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucken, um mir die ganzen dann mit diese ganzen Werbemittel anzugucken. Und wie wir ja gesehen haben, Audio, die Verweildauer sozusagen beim, also Musik hören, ist einfach länger als irgendwo draufklicken. Also insofern, ich glaube, dass es wirklich lange dauern wird oder wahrscheinlich nicht so schnell gehen wird, wie wir alle wollen. Aber ich glaube einfach, dass unsere Aufmerksamkeit so begrenzt ist, dass es einfach jeder will, dass ich ihn like, dass ich ihn followe, dass ich ihn einchecke. Wann soll ich das alles noch machen? Musik hören tue ich den ganzen Tag. Entspannt genießen. Das ist das, was Sie entschieden haben. Hier kommt mal das Ergebnis, meine Damen und Herren, für Sie. Und 50% sagen, nein, es wird immer ein Nischenangebot sein. Ein Anbieter wie Radio.de, wie schafft er das überhaupt, ein eigenes Profil zu bekommen? Wie kann der sich in diesem Riesenkonzert von anderen Anbietern überhaupt zu einer eigenen Marke entwickeln? Ich glaube, durch ein gutes, funktionierendes Produkt. Wir sind wie ein Haartrockner oder ein Toaster. Wir gehören dazu. Wir sind so eine Basisausstattung auf rund 10 Millionen Smartphones und weltweit. Und wenn Sie von Haartrocknern sprechen, hat das eine besondere Bedeutung. Das ist der Rücken. Ich bin auch Haarspender, ich weiß, wovon Sie sprechen. Ja, ich toaste auch gerne. Auf jeden Fall, wir gehören zu so eine Basisausstattung und durch ein gut funktionierendes Produkt, denn Radio ist Radio ist Radio, Menschen wollen Radio hören. Zwischendurch dann auch Lean Forward ein bisschen Musik zusammenstellen, da wird dann Spotify oder der ein oder andere Dienst genutzt. Aber Radio ist ein Tagesbegleiter. Und da sind wir das Produkt, ein vertrauenswürdiges Produkt. Einfach funktioniert. Die Leute insgesamt, und das ist ja die große Frage, um die es geht, wollen Musik hören, wollen eigentlich nicht durch Werbung genervt werden. Da sind wir uns, glaube ich, jetzt sehr einig. Die suchen dann gerade die Streams, jetzt kriegen sie da, insbesondere wenn es noch kostenpflichtig sein soll, trotzdem Werbung. Ist das in sich nicht vom gesamten Geschäftsmodell widersprüchlich? Im Fernsehbereich, sage ich mal, Sky macht es inzwischen auch, dass man bezahlt und trotzdem die Werbung inzwischen da relativ umfangreich bekommt. Wird das im Audiobereich akzeptiert? Also wenn man letztendlich als Nutzer Musik legal hören will, dann gibt es im Grunde zwei Wege. Entweder ich akzeptiere es, dass es werbefinanziert präsentiert wird, oder aber ich bezahle dafür.
Und das, was in den letzten Jahren ja stattgefunden hat, das scheint sich ja jetzt gerade auch wieder zu bessern, ist, dass natürlich viele Nutzer Plattformen genutzt haben, um Musik zu finden, die nicht ganz legal waren. Da gibt es ja viele, viele Beispiele. Und wenn man letztendlich wie wir oder auch Tape TV oder Spotify versucht, legal Musik anzubieten und das auch tut, dann muss man natürlich mit der Musikindustrie, mit der GEMA entsprechende Vereinbarungen treffen, die sind zu bezahlen und dieses Geld muss man zurückverdienen. Also ich glaube, es geht eher darum zu schauen, wie schaffe ich es, die Werbung so interessant zu machen, beziehungsweise vielleicht auch auf neue Konzepte zu setzen, damit der Nutzer bereit ist, beispielsweise erstmal eine bestimmte Anzahl von Werbeblöcken zu schauen, bevor er dann 2 Stunden ununterbrochene Musikgenuss hat. Ja? Da muss man einfach ein bisschen kreativer werden und das wird, glaube ich, auch akzeptiert. Ich glaube, da am Ende war wirklich der springende Punkt. Wir können uns nicht auf eine Position zurückziehen, wo wir sagen, aber der Nutzer muss doch verstehen, wie die GEMA-Gebühr ist, dem alles total scheißegal. Spotify hat eine Tür aufgestoßen im Streaming-Bereich, wo sie eine gesamte Generation entkriminalisiert hat. Weil die sich nicht darüber bewusst sind. Das ist nicht so wie Scheibe einschlagen, mit dem Ellbogen und Telefon rausklauen. Nee, man guckt sich dann halt den Film an und man hört dann halt Musik und streamt sich das und tauscht das und da gab es Napster und so weiter. Dieses Unrechtsbewusstsein ist nicht da. Und die Publisher können sich nicht darauf zurückziehen, zu sagen, der Staat regelt schon und wir verhaften einfach alle. Mit so Fußketten und so, und die sind alle schuldig. Wir müssen Lösungen überlegen, wie das zu nutzen ist, weil sie werden es einfach tun. In dem Augenblick, wo wir haben ja relativ früh angefangen, den Service My Video war schon da, gibt es kostenlose Angebote und wenn es kostenlos ist, sagen die Leute immer, scheiß Werbung, ich habe keinen Bock mehr und so. Dann gibt es daneben noch ein Payment, dann sagen sie, naja, okay, ich gucke mir die Werbung an, dann muss ich es nicht zahlen. Es entsteht plötzlich ein Verständnis für Inhalte. Das merken wir, wenn die Verlage mit Paywalls anfangen. Die Leute merken plötzlich nach dem 100. Spot, wo das Kätzchen vom Tisch fällt, guter Content ist was wert. Ich will richtig guten Content sehen, ich will tolle Filme sehen, ich will Originalmusikvideos sehen. Und dafür entdecken die Leute plötzlich etwas in sich, wo sie sagen, wenn das Ganze dann noch einfach ist und nicht eine totale Doktorarbeit erfordert, dass ich im Netz zahle oder was gucke, wenn der Service einfach losgeht, wenn die Usability okay ist, dann fangen die an, für Services zu zahlen. Die zahlen nicht für Content. Ich lege ja nicht auf dem Sofa und sage, super cool, guck mir jetzt bei iTunes für 4,99 einen Film an, weil ich zu viel Geld habe. Nee, ich bin einfach zu scheiß faul, an die nächste Videothek zu gehen und ich bin zu dämlich, den Film zurückzubringen. Es kostet nämlich dann 7 Euro nächste Woche. Und deswegen zahle ich für den Service meiner Dämlichkeit und meiner Faulheit und nicht für den Content. Das heißt, iTunes hat nachgedacht und hat gesagt, lasst uns ein Produkt bauen, was so gut ist und so einfach ist, dass die Leute es einfach nutzen werden. Hulu, Watchever, Netflix. Und da kommen natürlich jetzt auch die Streamingdienste und wir müssen schaffen, einen Service zu bauen, dass die Leute sagen, ich zahle gern. Dann wird es funktionieren und dann sagen, nee, ich habe keinen Bock zu zahlen, dann gucke ich mir halt Werbung an. Die darf aber nicht so dämlich sein, dass die Leute sagen, hey Leute, auf meinem Smartphone, 3 Prios hintereinander, habt ihr noch alle. Deswegen müssen wir da den nächsten Schritt, es nützt ja nichts, alte Werbeformate von Print ins Netz zu stecken und dann noch ins Mobile und zu denken, wird schon irgendwie funktionieren, bis hierhin hat es funktioniert und dann schlagen wir irgendwann unten auf, dann kommt nämlich ein Service, der schlauer ist. Stopp, 10 Minuten. Ein Kommentar dazu von mir. Wir machen nicht diese Werbung, um irgendwelche Nutzer zu nerven oder irgendwas, sondern wir machen die, weil wir damit die Künstler bezahlen. Spotify liefert 70% aller Umsätze weiter an die Musikindustrie, an die GEMA und an die ganzen Labels. Das heißt, 70% nicht nur die Premium-Einnahmen, wenn jemand 10 Euro im Monat zahlt, sondern die Nutzer, die eben keinen Premium-Zugang haben und Werbung bekommen, auch diese Einnahmen werden geteilt. Und davon leben die Künstler. Also das ist ja nichts anderes als in jedem anderen Medium. Ohne Werbung wird es den Inhalt nicht geben. Also insofern ist es ja nicht irgendwie, dass wir uns hier lustige Werbeformen ausdenken, um jetzt irgendwen zu nerven, sondern ohne, die Künstler sind darauf angewiesen und die Labels, ansonsten gibt es den Content nicht. Wie viele Menschen nutzen heute an diesem 18. September Spotify? 24 Millionen weltweit und davon ist ein Viertel Premium-Nutzer. Also das, was für ein online-digitales Geschäftsmodell, ein Viertel sozusagen zahlender Nutzer, gibt es sonst, glaube ich, keins weiter. Also und das sind genau die Nutzer, wie Konrad das gesagt hat und das Feedback hören wir andauernd. Wir geben ab und zu mal so Gutscheine raus, so an Partner und wir bekommen ganz oft zu hören, nein, will ich nicht haben, ich zahle schon und ich finde es auch gut so und ich finde es richtig so. 10 Euro, das ist zweimal im Starbucks irgendwie so ein Mochaccino, irgendwas. To go. Ja. Letzte kurze Runde. Wo sind die Ideen für neue Werbeformate, neue Ideen im Audiobereich, die diese wunderbare Welt des
Musikerlebens, des Gänsehautgefühls auf den Ohrläppchens, des wirklich, ich lasse mich in die Musik fallen, mit Erlösquellen zusammenbringt? Also wir setzen ganz klar auf eine Mischung. Das heißt also nicht nur Audio-Werbung, sondern Audio- und Video-Advertising und Konzeptvermarktung. Und ich glaube, da steckt halt einfach das Geheimnis und der Schlüssel drin. Tolle Konzepte zu entwickeln, den Nutzer abzuholen. Konrad hat vorhin gesagt, sag mal konkret eins, wo du sagst, das war eine neue Idee, die funktioniert. Die geht gut, wir sind jetzt seit 10 Wochen im Markt, also wir haben noch nicht so viele Showcases. Aber wir haben bei MyVideo... Ja, aber eine Idee werdet ihr da wohl haben, oder sonst wärt ihr nicht in den Markt gegangen. Bitte? Eine Idee werdet ihr ja wohl haben, sonst wärt ihr nicht in den Markt gegangen. Wir launchen in 3 Wochen was, da darf ich noch nicht drüber sprechen. Wie wird es heißen? Das kann ich dir nicht sagen. Also, Sind hier unter uns. Ja, klar. Nein, kann ich dir echt nicht sagen. Also, in welche Richtung geht es ungefähr? Telekom. Okay, also wir werden vielleicht dann mehr hören von Manuel in 3 Wochen. Was sind die neuen Formate, was sind die neuen Ideen, wo wir sagen, hier kommt die Welt der Musik und mit dem Business klappt es auch? Also ich glaube da stark an Branded Entertainment und da gibt es natürlich aus diesem Impuls online als Hauptmedium der Geschichte, die erzählt wird, Pings in ATL, in BTL, in Veranstaltungen und so. Wir haben jetzt 20 Cases im letzten Jahr gemacht. Den letzten, den ich ganz schön fand, war das auf den Dächern Festival mit dem Spiegel und mit Kernsponsoren eingebunden. Und davor mit Editors zum Beispiel haben wir vor dem Pre, vor Launch CD gestreamt, ein Live-Konzert gemacht, 200 Leute eingeladen, Olympus als Hauptsponsor dazu. Und während der ganzen Show und in der Pre-Phase erklärt, warum Olympus geil ist und was es kann. Und dieser Markensuchen immer nach dem Moment you never can buy. Und den erleben Leute und den medialisierst du dann in Millionen und dann sagen die Leute, ja, ist total relevant. Geile Kamera, funktioniert, kannst den Stick danach mit den Bildern hochnehmen. Und da, also diese Verschmelzung zwischen der Emotionalität von Musik und harten Benefits ist bei uns in dem Branded Entertainment Case. Einfach mal TV anrufen, können wir euch alles erzählen. Vielleicht 2 Ideen. Das eine ist bereits ein etabliertes Produkt, das ist Hören, Sehen, Klicken. Ist relativ einfach. Es ist so eine Mischung aus Audio und Video. Ich höre einen Spot, ich sehe dazu ein Display, das ist auch mobile, kann dann direkt klicken. Also Kunden wie gelbe Seiten, die dann direkt darunter Conversions in den App Store haben. Das ist schon ein etabliertes Produkt. Das andere ist, vielleicht jetzt gar nicht so speziell bei uns, aber das sind die Branded Radios. Gerade, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, Mercedes macht so ein Radio. Dann ganz berühmtes New Yorker Radio vom Store über die Website bis hin zu einer App. Das heißt, eine Marke, New Yorker, der absolute Markenkern von New Yorker ist Black Music, dass die ein Radio machen, das eben 24/7 wirklich läuft. Und da sind 1000 Dinge spinnbar, wie das Lind-Weihnachtsradio. Ob das jetzt so super ist, mal gucken, aber das sind auf jeden Fall die Ideen, die es da gibt. Ja, das ist tatsächlich auch die Idee, die ich sagen wollte oder was wir auch schon machen. Branded Entertainment ist was Tolles, wir machen das selbst auch mit Live-Events. Und Konrad hat das natürlich perfektioniert. Sowas wird immer sehr, sehr schwer skalierbar sein. Das ist immer sehr, sehr viel Handarbeit und das ist natürlich für einen globalen Konzern schwer zu machen. Was ich aber glaube, ist, dass Marken viel stärker auch zum Absender werden von Musik. Also so, wie die Leute wissen, dass sie bei Red Bull ganz viele Filmchen bekommen, wo jemand von der Klippe, vom Hochhaus oder sonst wo runterspringt, mit einer Kamera auf dem Helm. So glaube ich, dass es Marken geben wird, die Musikidentitäten noch viel weiterentwickeln, weil was wir gesehen haben, diese Nutzung von Musiknutzung, die wird immer weiter hochgehen. Ich kann als Nutzer kaum noch mir das alles selbst zusammenstellen, was ich eigentlich hören will. Wenn ich 3-4 Stunden Musik am Tag höre, dann bin ich darauf angewiesen, auf diese Kuratierung, auf das Filtern von Musik, die zu mir passt. Und diese Möglichkeit werden auch Marken wahrnehmen können, die zu mir passen, weil der BMW-Fahrer ein bestimmter Typ ist und gerne seinen BMW fährt. Und er wird auch mit der Marke BMW einen gewissen Sound und eine gewisse Musik verbinden. Also insofern glaube ich, dass Marken noch viel stärker in dieses Content-Marketing, in das Kuratieren und Filtern von Inhalten gehen werden. Wie ein Branded Radio ist das sozusagen ein ähnliches Konzept. Und wir sehen es auch schon, dass das funktioniert. Aber wir hören Ihnen zu. Haben Sie Fragen zum Thema Audio? Dann bitte ich um Handzeichen. Gibt es irgendwo eine Frage? Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dieser Runde. Vielen Dank, dass Sie es auch geschafft haben, sich trotz der leichten Hintergrundgeräusche, meine Damen und Herren, auf diese 4 Herren zu konzentrieren. Vielen Dank für Ihre Zeit weiterhin. Eine spannende DMEXCO. Gleich geht's weiter, auch hier in der Debate Hall. Vielen Dank an Sie. Dankeschön an euch.